Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ja, wenn wir Seminare und Workshops durchführen, ist es so, dass ja doch einige Flipchartblätter entweder ich wieder mit ins Büro nehme, um sie auszuwerten, um was abzuschreiben oder solche Dinge. Oder vielleicht auch haben sie die Situation, dass sie sagen, Mensch, ich muss denselben Workshop 10-mal durchführen. Ich habe keine Lust, die Agenda und bestimmte entscheidende Blätter immer wieder neu zu schreiben. Das ist auch nicht effizient, sondern ich möchte die einpacken. So, was sehe ich dann häufig in den Büros, wenn ich zum Einzelcoaching vorbeikomme? Da stehen dann die Rollen mit Gummiband irgendwo in der Ecke. Und weil da mehrere stehen und man da auch vielleicht ab und zu mal vorbeikommt oder eine Schranktür öffnet und immer wieder rankommt, fängt es an, hier wirklich auch ziemlich unschön zu werden. Also die kriegen dann so Ecken, Eselsohren, sehen irgendwann nicht mehr schön aus. Und vor allen Dingen weiß man am Ende gar nicht mehr so richtig, was ist da drauf. Ich schreibe mir auf die Rückseite immer hier drauf, was für ein Thema es ist, von welchem Datum das ist. Ja? So, jetzt will ich es aber transportieren und es einfach unterm Arm zu klemmen, ist halt nicht so sinnvoll. Wenn es regnet oder so, sieht das dann auch schnell unschön aus. Deswegen habe ich solch eine Rolle. Das ist eine Transportrolle für Flipchartblätter. Die möchte ich Ihnen einmal kurz vorstellen. Also, ich mache die mal auf. Nein, zwei Teile und ein Band zum Tragen. Ne? So, dann mache ich jetzt hier mal mein Flipchartblatt rein. Ups. So, habe ich das. Dann mache ich die andere Seite auch drauf. Muss hier mit meinen Ecken so ein bisschen aufpassen, weil der Kleber dran ist. So, und dann, das sieht man hier, vielleicht können Sie es im Video erkennen, gibt es so verschiedene Einkerbungen. Das heißt, ich kann verschiedene große Formate hier unterbringen. Hier ist so ein Nippel. Ich soll nur den Nippel durch die Lasche ziehen, hat schon Mike Krüger gesagt. So, hier gibt es so einen Weg. Ne? Da muss ich mit diesem Nippel einmal lang. Dann schiebe ich das so weit, wie mein Flipchart breit ist. Und dann muss ich sehen, dass ich hier so eine Einbuchtung finde. Zack, drin. Bin ich in einer Einbuchtung. Und damit ist es fest und ich kann es mir umhängen und kann damit durch die Gegend laufen. Ja? Und das, denke ich, ist wirklich sinnvoll, insbesondere wenn Sie mehrere Workshops mehrmals durchführen, wie zum Beispiel Qualitätsworkshops, ja? Oder Gesundheitszirkel, Qualitätszirkel, solche Dinge, die finden ja immer wieder statt in verschiedenen Abteilungen. Und da ist es auf alle Fälle besser, die in solchen Hüllen auch zu lagern, ja? Damit sie nicht so doof in der Ecke rumstehen und immer unansehnlicher werden. Ne? Auch das kann ich natürlich beschriften. Hier gibt es so ein Beschriftungsschildchen, da habe ich jetzt einfach meine Adresse draufgeklebt, aber da kann man ja dann auch das Workshop-Thema draufschreiben. Ja, und dann geht man in das Seminar, holt es raus und kann das wieder benutzen. Also eine sehr praktische Sache, solche Transporthüllen für Flipchart. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Produktivität im Büro. Dazu einfach hier klicken.